Mir passieren sehr merkwürdige Sachen immer hier, wenn ich so wie heute den ganzen Tag hier in Zoom-Konferenzen bin und Steuerarbeiten mache und so. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin ja, habe ja meine Firmen noch in Deutschland und habe natürlich auch Kollegen, Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Und dann sitze ich hier an meinem Computer, dann hole ich mir mal einen Kaffee. Ich faste heute auch und hab da noch nicht gegessen und so, und arbeite dann sehr, sehr viel, sehr konzentriert. Und ja, bin dann halt hier. Und was mir dann häufiger passiert, so wie jetzt, ich vergesse, dass ich in der Türkei wohne. Das ist immer dann so, wenn ich da mal sage, hey, ich gehe da mal kurz raus auf den Balkon, um mal ein bisschen frische Luft zu schnappen, ist es immer so, dass ich dann so denke, hey, ich bin ja gar nicht in Deutschland. Ja? Wir haben jetzt hier so. Na, es fühlt sich an, so wie 28 Grad im Schatten. Ja, das wird sein, ja. Wir haben es schon ein bisschen diesig, aber schön warm, aber nicht zu warm. Und ja, ich lebe nicht in Deutschland. Ich lebe in der Türkei. Und vergesse das aber ganz oft, dass ich hier wohne. Und ja, sehr schön hier und immer noch gutes Wetter. Ich bin hier immer nach hinten gelaufen, weil ich dachte, das ist eine schöne Aussicht. Ist es aber nicht. Und ja, hier steht unsere Wäsche auf dem Balkon oder dem schönen Dach. Ja, wenn es mal regnen sollte oder so. Im Winter hat es hier, letzten Winter hat es ja viel geregnet. Und ja, sehr cool. Wenn ich das jetzt hier mal drehe, dann sieht man hier auch, es wird viel gebaut. Aber es ist halt, wie schon gesagt, etwas diesig. Man sieht den Burgberg nicht so wirklich gut. Na, da ist der. Da hinten wäre er, genau, hier wäre der Burgberg. Aber die Sicht ist heute sehr, sehr trübe und nicht so wirklich richtig toll. Was ich total gerne mache, ist hier abends, bevor ich ins Bett gehe, gehe ich hier oft raus und gucke hinaus auf die Stadt. Und es ist hier total ruhig nachts. Hört man nur irgendwie die Frösche quaken oder die Grillen zirpen oder mal ein einzelnes Motorrad vorbeifahren. Und dann denke ich mir so, ey, ich bin ja gar nicht in Deutschland, ich bin ja in der Türkei. Und wenn man halt über das Internet arbeitet, so wie ich, ist das halt, ja, manchmal auch wirklich nicht so zu fassen. Mein neues Büro habe ich mich auch gewöhnt. Was ich halt gut finde hier, ist, dass es nicht zu groß ist. Ich hatte in Nidda, wo ich mir vorher unser Haus hatten, hatte ich im Souterrain, hatte ich ein großes Büro, das war so um die 60 Quadratmeter groß. Und ich habe alles Mögliche zugestellt über die Jahre. Und als wir dann ausziehen mussten, haben wir das ja leer räumen lassen von unseren Freunden. Und das war wirklich so viel Zeug. Und wie man das hier sieht, ich bin nicht mehr einer, der so viel aufbewahrt. Ja, ich habe hier, das hier ist so mein Abstellplatz hier. Ja, und ich habe hier unten drei Schubladen und ich habe diesen Schrank hier. Und mehr habe ich jetzt hier nicht. Und immer mal wieder, wenn es eng wird, dann mache ich dann Folgendes, dass ich halt alles durchgehe, gucke, was kann ich wegwerfen, was muss ich behalten. Ich habe auch digitale Buchführung. Das bedeutet, ich habe jemanden in Deutschland, der mir alle Belege, die noch mit der Post kommen, scannt. Ich habe hier fast alle Belege, die ich sonst habe, kommen ja sowieso per E-Mail. Und ich muss es mir aus irgendwelchen Portalen runterladen. Und das schicke ich dann auch digital über DATEV online, quasi meinen Steuerberater, der macht alles. Und so kann man das super machen. Ich habe hier oben noch eine Webcam für meine Zoom-Meetings. Hier ist auch eine Webcam drin. Für Interviews habe ich mittlerweile da oben nochmal so ein Mikrofon von Rode. Und ja, funktioniert gut. Und das ist halt das Schöne heutzutage, dass man, egal wo man auf der Welt ist, sobald man Internet hat, kann man halt ja, arbeiten, ne? Funktioniert. Und ja, aber ich sitze hier oft und vergesse, dass ich in der Türkei bin. Ja. Am schlimmsten ist es dann, wenn man dann direkt aus so einem deutschen Modus, Montag, heute ist Montag, ist für mich immer so ein deutscher Tag mit Verwaltung und Zoom-Meetings und viel Deutsch reden und so. Und wenn man dann irgendwie einkaufen geht und dann stotter ich immer so, Gneiden ist ja nicht mehr, ich bin leer, ja, dass ich halt überhaupt nicht richtig sprechen kann, weil ich den ganzen Tag Deutsch geredet habe.
Wenn ich aber so in den Tag reinkomme mit ein bisschen Türkisch hier, guten Tag, auf Wiedersehen, vielen Dank, schönes, frohes Arbeiten und so, dann ist immer, geht mir das Türkische lockerer vom Dings. Na, aus dem Mund. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob es euch auch so geht, wenn ihr woanders wohnt. Es gibt ja viele, die ja auch mal zugucken, die in anderen Ländern wohnen, in Ungarn, in Südamerika, in Thailand. Schreibt ruhig mal, wie euch das geht. Vergesst ihr auch manchmal, dass ihr im Ausland wohnt oder nicht? Würde mich sehr interessieren und bis bald.